German. Liechtenstein German. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben. Sieben. Acht. Acht. Neun. Nü. Zehn. Zeha. Der Nordwind und die Sonne stritten miteinander. Jeder behauptete, er sei der Stärkere von ihnen, als sie einen Reisenden sahen, der des Weges in seinen Mantel gehüllt daherkam. Es haben sich einmal der Nordwind und die Sonne gestritten, wer von ihnen wohl die Stärkere wäre, wo gerade ein Wanderer in einem warmen Mantel eingehüllt auf sie zugekommen ist. Sie waren sich einig, wer auch immer der Erste wäre, welcher den Reisenden dazu brächte, seinen Mantel auszuziehen, würde als der Stärkste angesehen werden. Sie sind sich einig geworden, dass derjenige für den Stärker gelten soll, wo der Wanderer zwingen wird, seinen Mantel abzunehmen. Dann fing der Wind an, mit aller Kraft zu wehen, aber je kräftiger er wehte, desto tiefer hüllte der Reisende sich in seinen Mantel ein und letztendlich gab der Nordwind es auf, ihm den Mantel auszuziehen. Der Nordwind hat Blasen mit aller Macht, aber je mehr er blaset hat, desto fester hat der Wanderer seinen Mantel um sich gehüllt. Endlich hat der Nordwind den Kampf aufgegeben. Dann begann die Sonne zu scheinen, und schon nach einer Weile wurde es dem Reisenden zu warm, und er zog sich seinen Mantel aus. Somit musste also der Nordwind einsehen, dass die Sonne der Stärkere von ihnen war. Dann hat die Sonne mit ihren freundlichen Strahlen die Luft erwärmt, und schon nach wenigen Augenblick hat der Wanderer seinen Mantel ausgezogen. Da hat der Nordwind müssen zugeben, dass die Sonne von ihnen beiden wohl die Stärkere sei.